So, die Kaffeepause ist vorbei. Jetzt aber mal weiter im Text. Wir sollten uns jetzt mal die Spülmaschine vornehmen. Die würden wir euch jetzt noch mal gerne zeigen. Inzwischen ist sie ja eingebaut an ihrem endgültigen Position und das zeigen wir euch jetzt mal. Ach, hallo Andrea. Habt ihr euch hier versteckt, Bob und du? Ja, genau. Ich bin mit meinem neuen Freund hier. Dein neuer Freund, der kleine Rote hier? Genau, der mir sehr zur Hand geht. Ja, unsere Spülmaschine, die wir ja schon in dem Video vorher einmal vorgestellt haben, was ja auf Facebook auch viele Diskussionen, ob sowas überhaupt noch Camping ist und ob das überhaupt sein muss. Und wir haben ja keinen Liner, ihr seht jetzt wir auch nicht. Ne? Und mal ganz ehrlich, wir hatten jetzt in dieser Form einmal mit nach Boltenhagen. Richtig. Und war doch toll, oder? War super. Auf jeden Fall. Also man stellt die Sachen da rein, Klappe zu, Thema erledigt, hat mir nichts mehr zu tun. Ja, ich zeige das gleich nochmal von der anderen Seite. Wir haben also den Bob so eingebaut, dass er mit der Originalwasserversorgung und Entsorgung vom Wohnmobil verbunden ist. Da der Bob einmal angeschlossen werden kann, dass er oben eingefüllt wird oder halt über Leitungsdruck sich befüllen lässt, haben wir hier an der Wand einen Taster angebracht, über den, wenn er Wasser anfordert, wir drücken können und dann macht die Originalpumpe des Wohnmobils den Füllvorgang fertig. Er muss allerdings von Hand auch wieder gestoppt werden, weil wir nicht in die Originalelektronik des Bobs eingreifen wollten. Ja, die ersten Schritte, Andrea, vielleicht zeigst du es mal. Ja, ohne Geschirr ist das natürlich sehr schwierig. Vielleicht sollten wir einfach mal das neue Geschirr holen. Ja, das, was wir gestern geholt haben, das können wir einmal durchspülen. Genau. Hol das doch mal schnell. Jo. So, ich hab noch was mitgebracht. Das ist ja gar nicht schmutzig. Naja, ein bisschen. Naja, wie gesagt, das war ja auch Ausstellware. Aber mit großen Teller hinten ist schon spannend, oder? Ja, es sollte gerade gehen. Ja. Geht das, genau. Gehen wir nochmal zu. Nehmen wir die Express-Taste, das würde reichen. So, jetzt prüft er einmal wieder, ob alles vorhanden ist, was er benötigt. So, jetzt braucht er Wasser. Ja. Das heißt, wir geben ihm hier. Er meldet sich jetzt gleich, wenn er genügend Wasser hat. Da gibt es einen Ton von sich. Aber wir hören das Wasser plätschern. Es kommt also jetzt aus dem Wassertank des Wohnmobils und wird über die vorhandene Pumpe befüllt. Wir können ja gleich drin mal zeigen, wie die Leitungen verlegt sind. So, jetzt hat er genug. Machen wir hier wieder aus. Jetzt erinnert er noch daran, dass man den Ablaufschlauch entsprechend platzieren sollte, entweder in einen Eimer oder einen Abfluss. Was ja eigentlich nicht nötig wäre, weil er fest verbaut ist. Genau, das weiß er aber nicht. Das kann man ihm auch nicht sagen, oder? Ich glaube nicht, nein. So, wenn er alles gecheckt hat, auf geht's. Jetzt macht er noch mal so eine Testentleerung. So, jetzt ist er im Programm, ne? Genau. Jetzt
macht er intern aus seinem Tank Wasser in den Spülraum. Okay, das kann er ja von alleine, das hat er schon bewiesen. Dann würde ich mal sagen, zeigen wir nochmal von der anderen Seite, wie die Schläuche verlegt sind. So, hier sehen wir die Rückseite von Bob. Wir haben hier einmal den Wasserzulauf und den Wasserablauf, die dann dort in der Ecke in der Wand verschwinden. So, hier sind wir im Wohnmobil unterhalb des Bettes. Ich habe hier die Leiste mal freigelegt. Und hier haben wir dann die Rückseite vom Schalter und die Wasserleitung bzw. Abwasserleitung, die wir hier verlegt haben. Und sie geht dann weiter ins Badezimmer, wo sie dann hier unten, was jetzt allerdings alles mit Holz verkleidet ist, in die normale Struktur des Fahrzeugs mit D-Stücken eingearbeitet ist. Funktioniert alles optimal und ist auch alles dicht. Also wirklich ein sauberer Einbau. So, Bob arbeitet fleißig vor sich hin und wenn er nachher fertig ist, werden wir wieder da sein und uns das Geschirr mal anschauen. Was laut in 16 Minuten. Eilung, Schalke geht gleich los. Okay, auf zu Bob, guck, ob er fleißig war. Ja, mal gucken, was heil geblieben ist. Heil geblieben ist alles, da habe ich gar keine Bedenken. Die Frage ist, hat er es sauber gekriegt? Ist die Fahrzeugwaage jetzt dazugelegt? Ja, gehört ja auch mit zu unserer Neuerwerbung. Ja, hatten wir nämlich eben noch gar nicht gezeigt, die Fahrzeugwaage. Machen wir aber andermal, wir müssen jetzt wirklich gleich Fußball gucken. Lauf, 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 lauf. Ich bin schon unterwegs. Klappe ist noch offen. Bob hat sich auch geöffnet. So, ja, dann lass mal reinschauen. Also schauen wir nach. Oh, das sieht schon mal gut aus. Also das Besteck ist nicht angelaufen, aber auch nicht so blöd. Gut, weil er nicht kann, sind die Aufkleber, aber da würde ich jetzt auch mal nichts drum geben. Ja, wieso? Ist ja nicht schlimm. Die gehen ja jetzt gut ab, oder? Ja. Das ist nicht so. Gut, dann würde ich sagen, das hat erstmal geklappt. Da ist nichts dran. Auch die sind schön trocken auch. Das war bei den anderen auch nicht so. Super. Fällt mir gut. Gut, Aufkleber kann er, wie gesagt, nicht. Ja, dann kannst du die anderen Sachen auch nochmal reinstellen. Also ich müsste jetzt ernsthaft Fußball gucken. Ja, Andrea, also gut. Fazit. Super geklappt. Bob, das neue Geschirr scheint zu funktionieren. Ja, perfekt. Schön. Danke. Unheimlich schick. Ja, stimmt.